An den beruflichen Schulen Gelnhausen in Hessen haben Wissenschaftler des Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institutes in Kooperation mit dem Main-Kinzig-Kreis den ersten vernetzten Lifehack-Klassenraum Deutschlands eröffnet. Grundsätzlich ist es erstmal erfreulich, dass überhaupt solche Projekte finanziert werden und auch finanziert werden durch die Länder. Und ich würde mir wünschen, dass solche Projekte in verstärktem Maße forciert werden. Li-Fi ist die drahtlose Datenübertragung mit Licht. Dabei werden drahtlos zu übertragende elektrische Signale nicht mit herkömmlichen Funkwellen übermittelt, sondern LEDs moduliert und so das Lichtspektrum zum Datenaustausch verwendet. Durch die Verwendung von Licht anstelle von Funk entstehen keine Interferenzen mit bestehenden Funksystemen, wie zum Beispiel WLAN, und es können bidirektional sehr hohe Datenraten im Gigabit-pro-Sekunde-Bereich erzielt werden. Dass wir das auf Herzen Nieren prüfen werden und die Ergebnisse zurückgeben, das ist für uns selbstverständlich. Und ansonsten müssen wir schauen, in welchen Bereichen, in welchen Kursen, mit welchen Schülern wir da was umsetzen. Darüber hinaus ist die Übertragung mit Li-Fi sicher, da Licht im Vergleich zu Funk einfach und effektiv abgeschirmt werden kann. Eine geschlossene Tür reicht bereits aus, damit das Lichtsignal außerhalb nicht mehr empfangen werden kann und die Daten im Raum sicher sind. In dem Klassenraum der beruflichen Schulen Gelnhausen haben die Forscher des HAIs insgesamt 10 Li-Fi-Zugangspunkte installiert und ermöglichen so mobile Kommunikation im gesamten Klassenraum. Die Integration in das bestehende Netzwerk der Schule war aufgrund der Ethernet-Schnittstelle der Li-Fi-Zugangspunkte besonders einfach. Um die optischen Signale zu empfangen, werden entsprechende Li-Fi-Endgeräte verwendet, die per USB an einen Laptop angeschlossen werden können. Letztendlich war es, wie man es klassisch auch von anderen Möglichkeiten her kennt, Kabel draufstecken, funktioniert. Die kreditkartengroßen Geräte benötigen dabei keine Einrichtung, sondern ermöglichen eine benutzerfreundliche Anwendung mit Plug and Play. Die augensichere Übertragung findet mit nicht sichtbarem infraroten Licht statt, um auch bei ausgeschalteter Raumbeleuchtung kommunizieren zu können. Neben der Inhouse-Kommunikation, die sie hier implementiert ist, sehe ich extrem großes Potenzial in Kommunikationen, wo WLAN schlicht und ergreifend nicht geeignet ist, wie in der Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation oder weitergesprochen auch insgesamt IoT. Bei der Installation des Li-Fi-Systems im Schulraum nutzen die Wissenschaftler des Fraunhofer HAIs die Gelegenheit, die Kooperationspartner der beruflichen Schulen Gelnhausen und des Main-Kinzig-Kreises über die Funktionsweise und Vorteile der optischen Datenübertragung zu informieren. Die Teilnehmer waren am Ende vom Potenzial der Li-Fi-Technologie überzeugt. Wir sind gerne bereit, hier auch uns vorzustellen, auch anderen Schulen die Möglichkeit zu geben, sich das hier anzuschauen. Ich würde uns sehr freuen, wenn hier Anregungen und neue Anwendungspunkte geschaffen werden.